Endlich ist das Mehrkontenmodell auch in der Praxis umsetzbar. Was das Mehrkontenmodell ist, wieso es bisher in der Praxis schwierig war umzusetzen und wie es jetzt funktioniert, zeige ich dir im heutigen Video. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Martin und auf meinem Kanal Cashflow Coach geht es um deinen Cashflow, wie du diesen verbesserst in Aktien und Immobilien. Schauen wir uns das Mehrkontenmodell direkt mal im Detail an und Praxislösungen mit Vivid, wie ich das mache. Wir gehen darüber über das Mehrkontenmodell, die Theorie, die Praxis und wie immer mein Fazit. Fangen wir an mit dem Mehrkontenmodell. Die Idee bei dem Mehrkontenmodell ist, immer nur die Gelder auszugeben, die dir auch zur Verfügung stehen. Das heißt, du machst ein Budget für verschiedene Bereiche in deinem Leben und das Mehrkontenmodell hilft dir einfach, diese Bereiche, diese Budgets im Blick zu halten. Eine weitere Prämisse, also Vorgabe in diesem Mehrkontenmodell ist, dass du niemals Gelder aus deinem Eingangskonto bezahlst, sondern immer nach extern und nur von den externen Konten deine ganzen Verbindlichkeiten und Zahlungen vornimmst. Das heißt, immer in die Matrix eingeben. Ich habe auch eine Vorlage, die kannst du bei mir auf der Seite www.cashflow-coach.de runterladen und mit dieser Vorlage kannst du dann die Beträge zuordnen lassen. Kannst du aber auch selbst prozentual ausrechnen, ganz wie du magst. Ich empfehle dich immer arm zu rechnen. Das heißt, wenn du ein Budget von 40 oder 45 Euro brauchst für den Bereich XY, dann runde auf 50 Euro auf. Dass du siehst, wie viel Budget musst du planen, nicht dass du dann irgendwann auch nachüberweist, weil das ist in diesem Modell theoretisch erstmal ausgeschlossen. Das heißt, du machst ein Budget, wenn das Budget erreicht ist, dann hast du einfach in diesem Bereich kein Geld mehr bis zum Monatsende. Das Mehrkontenmodell ist ganz wichtig, justiere es nach. Am Anfang das aufzusetzen, ist ein bisschen Übung erforderlich und du wirst es vielleicht noch nicht von heute auf morgen schaffen. Aber setz es Schritt für Schritt um und komm mit den Konten klar, vertrau dich mit den Konten und dann wirst du da erfolgreich werden. Bevor wir einsteigen in das Mehrkontenmodell, es gibt wie gesagt mehrere Bereiche, 2, 3, 4, 5, 7 Kontenmodelle. Ich zeige hier das 7 Kontenmodell und hier gehen wir jetzt mal gleich drauf ein. In diesem Modell geht es darum, dass du 50% nur an Fixkosten hast für deine Lebenserhaltung. Das kann sein, dass du jetzt damit noch nicht auskommst, weil du einfach vielleicht noch viel, viel höheren Ausgabenblock hast, 70, 80%. Das ist im ersten Schritt noch nicht schlimm, weil du machst dir in diesem Moment erstmals bewusst, wo deine Gelder hingehen und in welchen Töpfen Budgets dir vielleicht Gelder fehlen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal alle Töpfe an, wie du das in meiner Wahrnehmung am besten aufteilst. Fangen wir mal mit der Theorie an. Du hast ein Gehaltskonto, hier gehen die Gelder rein und von dort wird auf die ganzen Unterkonten verteilt. Ich gehe jetzt erstmal auf die Konten ein und dann nochmal im Detail erkläre ich die einzelnen Konten. 50% deines Einkommens geht auf das Lebenshaltungskonto, 10% auf Rücklagen, weitere 10% in deine Bildung, 10% ist ein Spaßkonto und weitere 10% in ein Spendenkonto und die letzten fehlenden 10% in deine finanzielle Freiheit. Fangen wir mal mit den einzelnen Konten an. Das Gehaltskonto, relativ simpel, hier geht dein gesamtes Geld rein. Als Angestellter dein Nettogehalt, bei Selbstständigen, da würde ich das ein bisschen umstrukturieren, da würde ich sagen, da nimmst du den Umsatz, das ist ja erstmal der Umsatz vor Steuern und du machst einen Steuerabzug von 50%, wenn du ganz konservativ rechnest, aber mindestens 30%. Das solltest du abziehen an Steuern. Und das, was dann übrig bleibt, das ist deine Berechnungsbasis, die du nutzt, um dann weiter zu verteilen. Jetzt kannst du den Betrag gerne in meine Vorlage eingeben oder du rechnest dir selber aus und siehst dann alle deine Überweisungen. Das heißt, du machst am besten, wenn dein Gehalt immer ähnlich ist oder gleich, dann machst du Daueraufträge. Das heißt, dein Gehalt kommt am 15. rein und direkt am 15. verteilst du auch die Gelder auf die Konten, wo es dann notwendig ist. Fangen wir an mit dem ersten Konto, wo Gelder rausfließen. Wie gesagt, vom Gehaltskonto, das geht nur rein, da geht nichts von raus. Lebenshaltung, da gehen ja 50% rein. Was ist dort alles mit abgedeckt? Das heißt, deine gesamten Fixkosten, sei es Miete, Versicherung, Strom, Internet, Wasser und auch deine Lebenshaltungskosten, Lebensmittel, Kleidung etc. All das wird von diesem Konto bezahlt. Du wirst jetzt sagen, oh, das langt aber hinten und vorne nicht. Richtig, das ist das, was ich eingangs sagte. Du hast vielleicht noch einen
ja, zu hohen Ausgabenblock hier in dem Bereich Lebenshaltung. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder du schränkst dich ein, was ich langfristig für schwierig finde. Das ist so ein bisschen die Art, wie Frugalisten da leben. Oder die zweite Variante, du versuchst, mehr Geld einzunehmen, dass dann hier diese Gewichtung besser passt. Mehr Geld einnehmen kannst du relativ simpel. Entweder mit einer Gehaltserhöhung, wenn du mal mit deinem Arbeitgeber sprichst. Da kannst du aber nur alle paar Jahre wahrscheinlich was raushandeln und dann auch nicht jetzt Quantensprünge. Die zweite Variante, du machst einen Nebenjob. Oder die dritte Variante, du wechselst vielleicht den Job oder machst dich selbstständig. Kommen wir zum nächsten Thema, Rücklagen. Bei diesem Konto geht es um 10% deines Einkommens und das ist für Unvorhergesehenes. Das heißt, also unvorhergesehen mache ich immer in Anführungszeichen, weil das ist nicht unvorhersehbar. Oder es ist absehbar, dass eine Waschmaschine kaputt geht, ein Laptop, ein Auto, ein Fernseher. Irgendwann geht alles mal kaputt und dafür baust du einfach Rücklagen auf. Oder es ist eine Stromnachzahlung notwendig, du hast eine Selbstbeteiligung in der privaten Krankenkasse. All das wird von diesem Rücklagenkonto bezahlt. Und zusätzlich machst du bei diesem Rücklagenkonto noch ein konkretes Sparziel oder generell deine Ziele. Das heißt, du willst ein neues Auto kaufen in 2 Jahren, dann rechnest du dir aus, was kostet dich das, x Euro, und dann wirst du das über die nächsten Monate mit wegsparen. Weiterhin Urlaub, all diese Dinge nimmst du dann von diesem Rücklagenkonto. Dieses Konto nutzt du erstmal nicht, sondern das sind wirklich deine Rücklagen. Da gehst du nicht dran, sondern immer erst, wenn ein konkretes Sparziel erreicht ist, beziehungsweise wenn eins der oben genannten Themen aufgetreten ist. Faustformel für dein Rücklagenkonto habe ich in anderen Videos auch schon gesagt. Du brauchst in der Regel 3 bis 6 Nettogehälter auf diesem Konto als Rücklage. 3 Gehälter, wenn du angestellt bist, 6 Gehälter, wenn du selbstständig bist. Nächstes Konto ist das Bildungskonto. Auch hier gehen 10% von deinem Einkommen rein. Ganz wichtig, deine Weiterbildung. Du bist das größte Asset bei dir in deinem Leben. Das bedeutet, investiere auch in dich. Kaufe dir Seminare, Workshops, Bücher, Coachings, all das, wo du dich weiterentwickelst. Weil dieses Geld ist sehr, sehr gut investiert in dich. Weil wenn du ein größerer Mensch wirst, und zwar meine ich jetzt nicht die Körpergröße, sondern von deiner geistigen Entwicklung, wenn du einfach Mehrwerte liefern kannst, ganz egal in der Selbstständigkeit oder als Angestellter, diese Mehrwerte zahlen sich mittelfristig aus. Wenn du einer Firma 200.000 Euro bringst, dann ist es auch leichter, dass sie dir 100.000 Euro als Gehalt zahlt. Wenn du aber wenig Mehrwert einer Firma bringst, dann ist die Motivation, dir auch mehr Geld zu zahlen, ein bisschen niedriger. Spaßkonto. Hier gehen 10% rein. Und ganz wichtig, dieses Konto ist das einzige, was am Monatsende leer sein sollte. Das heißt, verprasse es, genieße es wirklich. Belohn dich, Kino, Feiern, Geburtstag, also all diese Themen. Achtung, hier fallen aber auch Weihnachtsgeschenke drunter, Abos etc. Das heißt, diese ganzen Themen, Amazon, Netflix, Spotify und so weiter, die sind hier in deinem Spaßkonto. Besten Falle, wenn du noch genug Luft hast, kannst du die auch in dein Lebenshaltungskonto packen, weil du sagst, das ist für dich essentiell, diese Themen. Das ist so ein bisschen Auslegungssache, aber wirklich in einem von den beiden müssen diese Kosten enthalten sein. Das nächste ist dein Spendenkonto. Auch hier 10% von deinem Einkommen solltest du regelmäßig spenden. Dieses Konto macht aber auch nur Sinn, wenn du auch wirklich regelmäßig spendest. Wenn du das noch nicht regelmäßig machst, ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen, dass du da auch anfängst zu spenden, zu teilen. Weil was passiert? Zum einen hilfst du natürlich, zum anderen ist es aber auch für dich nochmal eine weitere Motivation, weil du sehen kannst, was du für dich nochmal visualisierst, was du Gutes tust. Du kannst zum Beispiel dir dann immer wieder aufmerksam machen oder in den Meditationen, in der Morgenroutine, da habe ich auch schon diverse Videos dazu gemacht, kannst du immer gucken, hey, ich habe hier geholfen, dass Kinder eine Schulbildung bekommen haben oder dass ein Dach über dem Kopf haben, Tiere geschützt werden, je nachdem, für was du immer spenden möchtest. Nun kommen wir zum Thema finanzielle Freiheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hier, je nach Modell, zwischen 10% und 20% sollten hier investiert werden. 20%, wenn du zum Beispiel keine Spenden machst, was ich nicht empfehle. Ich würde empfehlen, hier auch mindestens 20% zu investieren, aber dann woanders abzwacken. Woanders ist in meinen Augen eher bei der Lebenshaltung.
Hier nimmst du all die Gelder, die du auf diesem Konto sammelst und investierst in verschiedene Anlageklassen. Anlageklassen sind verschiedene Möglichkeiten, Geld zu investieren. Das heißt entweder im Depot, Aktien, Fonds, ETFs oder über deinen Ledger, über deine Währung, über deine Wallet, Kryptowährungen. Da habe ich einfach mal ein paar aufgeführt, die ich zum Beispiel in meiner Wallet habe. Dann verschiedene Immobilien als Kapitalanleger, ganz wichtig. Die sind zwar ohne Eigenkapital zu kaufen oder ich empfehle diese ohne Eigenkapital zu kaufen, aber du solltest pro Objekt immer noch mal so einen Puffer haben von rund 10.000 Euro. Wenn nämlich mal die Heizung kaputt geht, dann kannst du ohne weiteres einfach hier die Heizung ersetzen und so weiter. Oder du kannst auch in andere Unternehmen investieren, in Startups, dich beteiligen und P2P, habe ich auch schon 2-3 Videos dazu gemacht, da geht es um den Bereich, dass du einfach Gelder verleihst, quasi an Krediten und da bekommst du dann dafür einen Zinssatz. Täglich verfügbar bei Bondora zum Beispiel, das nutze ich unter anderem, sind 6,75%, die du an fester Verzinsung erhältst. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Bisher war es mühsam, verschiedene Konten zusammen zu verknüpfen. Das heißt, du hattest 7-8 Girokonten, dann hattest du ganz viele Schufa-Einträge. Im Endeffekt hattest du die nicht miteinander wirklich gut verknüpfen können. Dann hast du teilweise mit Tagesgeldkonten gearbeitet, dann konntest du aber hier keine Überweisungen tätigen. Mittlerweile gibt es in meiner Wahrnehmung eine sehr, sehr gute Lösung. Und zwar diese 7 Konten zu verknüpfen, ohne auch weitere Kontoführungsgebühren zu haben. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Es ist zwar schön, wenn du ein Mehrkontenmodell hast, und wenn dieses auch funktioniert und dir hilft, die Budgets diszipliniert einzuhalten, aber wenn du dann bei jedem 10 Euro Gebühren zahlst, dann macht das ganze System keinen Sinn mehr. Und hierfür gibt es in meiner Wahrnehmung Vivid Money. Das ist ein Startup, ein Fintech, was jetzt seit einem Jahr auf dem Markt ist. Die nutzen die Plattform der Solaris Bank. Solaris Bank hat schon ganz viele andere bekannte Fintechs unterstützt, zum Beispiel Kontist, was ich ja für Selbstständige empfehle, oder auch Penta, was für GmbHs ein sehr, sehr gutes Konto ist. Und hier ist es jetzt so, dass die Solaris Bank die Plattform stellt für Vivid Money. Bei Vivid Money kannst du bis zu 15 kostenlose Pockets machen. In anderen Bereichen heißt es Spaces. Aber der Riesenunterschied zu N26 und wie sie alle heißen ist, hier hast du Konten mit jeweils einer eigenen IBAN. Das heißt, du kannst jedes Konto einzeln anstoßen, einzelne Überweisungen machen, einzelne Daueraufträge machen und die sind voneinander wirklich unabhängig. Dann kannst du diese Konten nämlich auch für den Zahlungsverkehr nutzen. Du kannst in jedes einzelne Konto reingehen und sagen, hier möchte ich jetzt überweisen, hier möchte ich jetzt eine Lastschrift oder so weiter. Und du bekommst eine kostenlose Kreditkarte. Es gibt 3 Varianten von Kreditkarten. Die eine ist eine klassische Plastik-Kreditkarte. Die zweite ist eine Plastik-Kreditkarte, die du individualisieren kannst. Das heißt, du kannst da so ein bisschen optisch dir die Farben aussuchen, ein paar Designs drauf machen. Oder die dritte Variante, die ich gemacht habe, das ist eine hochwertige Metallkarte. Die ist, gefällt mir sehr, sehr gut, ist hochwertig, ist stabil und die fällt auch auf. Das heißt, die ist auch im Portemonnaie eine ganz andere Wertigkeit. Während dem Editieren ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, wenn jetzt die Frage hochkommt, wie geht das denn, dass du mit einer Karte all diese Konten bedienst? Das ist relativ simpel. In dieser App kannst du nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel im Restaurant bist und sagst, ich möchte von Konto XY bezahlen, zum Beispiel vom Lebenshaltungskonto, dann kannst du diese Karte verknüpfen in der App. Wenn du dann aber im Buchladen bist und sagst, ich kaufe mir jetzt ein Buch, dann kannst du diese Karte hinterlegen hinter dem anderen Pocket. Das heißt, du hast eine Karte für alle bis zu 15 Pockets. Und jetzt geht's weiter im Video. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Versuch dich einmal mit dem Mehrkontenmodell. Es hört sich am Anfang ein bisschen komplex an. Wenn du diese Gewohnheit hast, dann bist du aber da relativ schnell dabei. Entwickle dann ein Modell auch, was zu dir passt. Also du musst dich nicht stoisch an verschiedenen Mehrkontenmodellvorgaben halten. Entwickle das, wie es für dich stimmig ist. Und dann ist es aber wichtig, wenn du das Modell entwickelt hast oder wenn du meins 1:1 übernommen hast, je nachdem, dann halte die Budgets stringent ein. Weiche hiervon bitte nicht ab. Es geht nämlich darum, dass du ein Habit, eine Gewohnheit dir aneignest und diese umsetzt. Und das schaffst du einfach nur mit Disziplin. Das ist wie wenn du dir andere Gewohnheiten angewöhnst, wie zum Beispiel morgens zu meditieren oder 3-mal in der Woche in Sport zu gehen. Du brauchst rund 66 Tage, bis du eine Gewohnheit implementiert hast. Das ist ganz normal. Wenn du das Thema mal testen möchtest, ich kann dir Vivid empfehlen. Kannst gerne auf den Link unten klicken.
Das heißt, du bekommst ein kleines Präsent, ich bekomme ein kleines Präsent. Ansonsten, du kannst dich natürlich auch ohne anmelden. Mir ist einfach nur wichtig, Vivid ist im Moment der einzige Anbieter, den ich jetzt wahrnehme, mit eigenen IBANs, kostenfreier Kontoführung und einer Karte. Natürlich kann Vivid noch viel, viel mehr. Wenn es dich interessiert, kann ich gerne noch ein separates Video zu machen. Du kannst zum Beispiel auch Aktien darüber kaufen. Du kannst zum Beispiel auch noch Kryptos darüber kaufen. Du kriegst ein Cashback-System. Das heißt, wenn du beispielsweise im Lidl einkaufen gehst, kriegst du 10% Rabatt und das wirst du dann in Aktien vergütet. Aber das ist nicht Teil dieses Videos. Mir geht es hier darum, dass du Vivid nutzt als dein Mehrkontenmodell. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Martin.